So, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Together FIFA 13 One-on-One. Wir machen wieder was ganz, ganz Besonderes und zwar lassen wir mal wieder die beiden Löwen aufeinander los. Und zwar spielt der Nils gegen den Johnny. Wie ihr hier seht, machen wir die Partie Manchester United gegen Real Madrid. Der Johnny, also Chebo-Player, der wird natürlich Real Madrid sein und Nils springt dafür ein und wird Manchester United sein. Champions League ist es angesagt. Der Johnny sitzt hier neben mir, weil er bei mir am PC spielt. Also nicht wundern, wenn ihr den mal zwischendrin hört. Den Nils hört ihr über Teamspeak auch. Ich höre keinen. Also ich höre den Johnny, aber den Nils nicht. Das heißt, ich kann auf nichts reagieren. Ich kommentiere das Ganze. Und ich bin der Tim. Der Johnny sollte bekannt sein. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Partie. Es schneit in Manchester. Los geht's. Ja. So, Anpfiff, das hat Real Madrid. Khedira, rüber zu Xabi Alonso. Ist natürlich hier wunderschön weiß gerade alles. Marcelo spielt, Cristiano Ronaldo ist dran. Xabi Alonso will nochmal durchstecken. Das funktioniert nicht. Und jetzt kommt Manchester mit Valencia. Der ist schnell, der hat Speed. Ist aber auch schnell abgelaufen von Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo auf Benzema, wieder Cristiano Ronaldo, also eine Art Doppelpass, den sie da gespielt haben. Cristiano Ronaldo kriegt da viel Freiraum, darf rüberlegen. Wenn er den Tick früher spielt, dann kriegt Benzema, glaube ich, den Ball und dann steht es hier meiner Meinung nach 1-0. Valencia, schön, geschmeidig und rüber gespielt von Van Persie auf Kagawa oder Kagawa, keine Ahnung, ich sag Kagawa. Xabi Alonso. Und Raphael fängt diesen Ball ab. Wieder Raphael. Oder beziehungsweise immer noch. Aber er kriegt da nicht genügend Unterstützung. Deshalb gibt es diese Probleme. Marcelo verliert den Ball gegen Valencia. Es gibt einen Freistoß für Valencia. Also für Manchester United und den Spieler Valencia. Vidic. Der sieht nicht so schlecht aus, wenn sie da einen hätten. Den hätte man reingehen können. Weil Casillas nicht rausgegangen ist. Benzema, der wartet jetzt. Di Maria, jetzt geht mal was über die rechte Seite. Oh, unglücklich den Ball verloren. Özil, ich weiß nicht, wer das war. Der Spieler kommt raus und es steht 1. Der Spieler kommt raus. Der Torwart kommt raus, es steht 1-0. Özil macht das 1-0 für Real Madrid. Ich bin mir nicht sicher, welcher Spieler das jetzt gewesen ist von Manchester United, der den Ball da so abtropfen lässt. Kann ich gerade nicht mehr nachvollziehen. Wird vielleicht der Nils auch gerade fluchen. Ja. Also seinen Namen fluchen. Mal gucken, was jetzt von Manchester United noch kommt. Oder was von Nils kommen wird. Evra war es auf jeden Fall nicht. So, Ashley Young. Ich glaube, das erste Mal jetzt gerade im Ballbesitz. Vorher ist er mir nicht aufgefallen. Es gibt Freistoß. Was denn, Schiri? Mein Gott. Rooney. Wieso gibt es denn Freistoß? Ich glaube, es ist gegen die Hand geprallt. Evra, der muss ihn noch draufbringen. Kagawa, sehr weit hinten. Bleibt im Ballbesitz. Aber Khedira setzt nach. So, und jetzt kann Khedira den Ball auf Benzema spielen. Und das ist schon wieder so eine gefährliche Kontersituation. Ich glaube, es war Vidic, der den Ball verloren hat. Vorhin. Aber die Verhältnisse sind natürlich auch dürftig. Der ist super, der Ball. Da muss früher der Abschluss kommen. So, Cristiano Ronaldo. Wir sind hier Zeuge eines absoluten Topspiels. Was ist das für ein Mist? Pepe versucht da ranzukommen. Schafft er nicht. Pep, keine Ahnung. Oh mein Gott. Evra. Oh, Cristiano Ronaldo. Da ist das 2-0. 2-0 hier, wie man unschwer auf sehen kann. Keine Chance. Manchester United liegt jetzt 2-0. Was machen die da hinten? Ja, es geht weiter. Noch ist er nicht Menu, aber er nicht draußen. Oh oh, Rooney bleibt da liegen. Di Maria. Nein, echt.
Mein Gott, ey. Joa. Eckball für Real. Oh, gefährlich, Özil. Boah, das kann er nicht. Das ist ein Gruß an Mendy, den er da aussendet, ey. Boah. Oh, der ist durch, aber jetzt der Torwart kommt auch raus. Casillas. Bitte. Und der Ball landet bei Cristiano Ronaldo, der eine gute Partie macht. Muss man einfach ganz klar anerkennen. Ja, getunnelt, ey, mal eben so. So, och, Cristiano Ronaldo kann die Flanke dahin bringen. Ja. Der hätte wahrscheinlich noch viel weiterlaufen können gerade. Ey, können die gar nicht mal einmal mit Körper ein. Carrick und wie sie nicht alle heißen. Kann nicht sein, dass Manchester United so körperlich unterlegen. Ich habe das Gefühl, dass Nils ja, die ganze Zeit am Fluchen ist. Ich höre das hier so. Nebenbei höre ich das Headset vom Johnny. Und höre da irgendwie nur Nils. Was ein Traumpass. Oh. Und Di Maria scheitert an De Gea. De Gea heißt der. Der heißt für mich De Gea. De Gea klingt komisch. Ey. Aber da ist De Gea. Hey, ich weiß, so wird so stets geschrieben, aber da ist De Gea. De Gea, ja. Was war das? Hä? Wie, das wäre ja ganz komisch. Ich hab den Ball gegen den Kopf gekriegt. Valencia hat den Ball. Ich bin gespannt, was er macht. Er sucht den direkten Abschluss. Oh. Eckball möchte es geben. Er den Ball nicht. Ashley Young macht die Ecke. Also Menu bisher ohne Chance, muss man ganz klar sagen. Da ist bisher nichts Gutes bei rumgekommen. Und jetzt wird es richtig gefährlich. Weil wir sehen Di Maria, wir sehen Cristiano Ronaldo, wir sehen Benzema und Di Maria. Nein! Wenn er es selber macht, steht es hier eigentlich 3:0 nach 37 Minuten. Da muss man sich mal festhalten. Was ist denn hier los? Wir spielen hier Manchester United gegen Real Madrid. Annehmen, oder was? Abseits war das. Die kommen da immer durch, die Abstöße. Das ist ja nicht. Ich weiß nicht, ob du das schon vergessen hast, wir spielen im Schnee. Kleiner Disput zwischen Johnny und Nils, wir sind immer live drauf. Nur ich hör's nicht. Das ist zumindest, was Nils sagt. Ja, der meint, der kommt damit nicht klar, dass er die ganzen Bälle verliert. Aber wir spielen auf Schnee, das ist normal, das ist nicht so leicht. Aber ich wusste gar nicht, dass es überhaupt noch Schnee gibt, ey. Ja, ich weiß nicht, es könnte ja echt gerade sein, dass der Nils hier die ganze Kommentation kaputt plappert, ja. Wenn das so sein sollte, dann Entschuldigung schon mal. Wenn ihr nicht mehr wollt, dass der Nils bei uns ist, kleiner Kommentar. Oder wenn ihr wollt, dass er einfach nur ruhig ist, kleiner Kommentar, dann werden wir den ab jetzt muten bei allen möglichen Aufnahmen von uns. Ja, also die Statistik zeigt das eindeutig. Gleiches Halbzeit auf jeden Fall hier. Halbzeit in der Eiszeit hier. Valencia, der kann sich da durchdribbeln und das muss doch jetzt das oh Mann, das gibt's doch Tor sein. Da muss ich selber mal gerade schmunzeln. Alter, ey. An den Innenpfosten. Was ist denn jetzt? Ich hab mich nur da vorgestellt. Jetzt gibt's gelbe Karte für Xabi ja Alonso. Das ist doch nichts. Guck dir das mal an. Ajo, komm. Da geht er mit dem Körper rein. Ja, also. So, super. Rooney. Eckball, das macht Ashley Young. Ach, Mann. Ja. Ja, zweite Halbzeit. Erste Halbzeit zu Ende. Wir gucken uns die Spielstatistik an. Oder wie wir sagen, die Real Madrid-Statistik. Weil tatsächlich, Manchester United hat so wirklich ein paar Schüsse abgegeben. Ich denke, da sind außer ein paar Schüsse, die eigentlich für Real waren, rübergewandert. Entschuldigung für die Statistik, die hier gerade ein paar Fehler gemacht hat. Real Madrid beißt 10 Zweikämpfe, 3 Fouls. Das ist auch wichtig, dass man mal ein bisschen aggressiv zugange geht. Eine gelbe Karte gehört dazu. Bei beiden ist eine Sache schlecht, und zwar die Passgenauigkeit. Das liegt aber wahrscheinlich an dem Wetter, was sehr dürftig ist und sehr kalt. Und deshalb gehen wir jetzt rein in die zweite Halbzeit. Es schneit immer noch. Zweite Halbzeit, Anpfiff für Manchester United. Apropos Wetter, das möchte ich mal sagen. Ich finde das total scheiße, dass es kein dynamisches Wetter bei FIFA gibt.
Das ist mal mein eigener persönlicher Wunsch, weil das würde dem Spiel nochmal eine Atmosphäre geben. Da brauche ich keine Fans, die meine Gesänge machen, aber dynamisches Wetter wäre eine coole Sache. Was? Wer hat den doch ausgeschossen? So, zurück zum eigentlichen Spiel. So bescheuert. Ach. Oder wie wir es nennen, Nils Untergang. Mit Manchester United. Kagawa, den kennt er ja noch von Dortmund. Ashley Young. Ashley Young ist durch. Jetzt muss er. Oh Mann. Muss er machen. Also ich habe jetzt gerade gelacht, weil ich mir schon ungefähr denken kann, was jetzt gerade Nils gesagt hat. Özil kann sich da im Moment durchsetzen. Jawohl. So wird das aber nichts. Boah, hätte ich bloß einfach nur weiterhin. Evra. Kagawa und Rooney. So, jetzt mal auf Van Persie. Und der ist eigentlich noch gar nicht so richtig aufgefallen, fand ich. Abelua. Oh. Der läuft ins Aus. Und Evra läuft mit dem Ball ins Aus. Ja, wie sagt man so schön im Kommentatorenjargon, das Spiel plätschert so vor sich hin. Bisher. Also zumindest jetzt in der zweiten Halbzeit. Jetzt mal vielleicht wieder mal ein kleiner Akzent, aber das. Es ist ja. Ich will sagen, es ist nur ein 2:0. Also Manchester muss ich hier noch auf keinen Fall aufgeben und verstecken. Abeloa. Das ist nicht schlecht. Kagawa jetzt. Ach, geht doch dahin, ey. Oh, kommt gar nicht an den Ball, Khedira. Sieht in der Mitte Xabi Alonso. Und Xabi Alonso kann direkt draufhauen. Nochmal im zweiten Schuss. De Gea, wie ich gerade gehört habe. Oh, ey. Ich meine aber, irgendeinen schon mal De Gea gesagt zu haben hören. Jetzt muss er nur rüberlegen auf Rooney. Ja, Scheiße. Schön. Schade. Schade oder schön, ne? Hopp oder top. Hin. Wie geht's? Mein Gott. Rooney. Van Persie. Khedira. Kagawa kommt nie an den Ball und es geht weiter mit Di Maria. Der Xabi Alonso sucht. Der Benzema sucht. Benzema bleibt im Ball. Besitz. Und Ashley Young. Er für mich noch der Beste vom Menü. Oh, weil er sich anbietet, weil er ein bisschen was versucht, auch wenn es manchmal sehr eigensinnig wirkt. Aber es wirkt so, als würde er das, was die anderen nicht können, versuchen wollen zu übernehmen. Van Persie hat auch Probleme in der Ballkontrolle. Jetzt hauen doch einfach drauf, Junge. Macht er, trifft leider Casillas. Und so gibt es Eckball jetzt hier, den wieder Ashley Young macht. Aufsetzer-Kopfball. Und es gibt... Konnte ich jetzt gerade gar nicht so richtig erkennen. Auf jeden Fall keinen Eckball und das auch zu Recht. Konnte ich ja scheinbar doch erkennen. Rooney. Das ist zu einfach. Im Moment ist es total einfach auszurechnen, wie Real spielt. Di Maria verliert den Ball gegen Kagawa. Und jetzt mal Kagawa. Schön rübergelegt. Casillas kommt aber raus. Scheiße. Es ist doch sehr unbefriedigend, was ManU hier spielt, weil sie im Endeffekt fehlt ihnen der letzte Tick vorm Tor fehlt ihnen. Und das, was Real macht, sie haben die beiden Tore gemacht und seitdem, ja, boah, ich wollte gerade sagen, ein bisschen Show laufen und dann kommt so eine Situation. Ja, es gibt einen Freistoß und das macht hier natürlich Cristiano Ronaldo und wir gucken mal zu. Boah, der war natürlich direkt, so kennen wir ihn. Wenn er sich früher senkt, wer weiß, wer weiß. Özil bleibt nicht im Ballbesitz. Van Persie, wann kommt jetzt hier die Schlussoffensive? Vielleicht auch mal eine Auswechslung noch. Das hat ja noch gar keiner ausgewechselt. Cristiano Ronaldo, wenn ihr hier wieder den Storm neben mir gehört habt, das war nur der Johnny, der mal eben kurz tief durchgeatmet hat und mir die Luft gestohlen hat.
Valencia. Also was man jetzt merkt, Manchester versucht vieles über Einzelaktionen. Gar nicht mehr über die Pässe zu gehen, die scheinbar nicht funktionieren, sondern mehr individuelle Geschichten. Valencia wieder. Der rüber zu Van Persie und der spielt viel zu direkt und viel zu schnell. Ashley Young jetzt dran. Oh, und immer wieder ein Fuß dazwischen. Schön. Also schön, weil es spannend ist, weil es auch irgendwie witzig ist. Für Menu natürlich traurig. Di Maria, Özil, Benzema, Kagawa, Ashley Young, Di Maria. Oh, und das ist Nein! Benzema. Was macht der denn da? Hat er gedacht, dass der Torwart rausgeht und wollte ihn deshalb lupfen? Man weiß es nicht. Es sind noch 3 Minuten zu spielen, dann ist dieses Spiel schon zu Ende und ich wage zu behaupten, dass Menu verloren hat. So, und der Pass ist super. Der geht auf Özil. Aber De Gea ist früh genug draußen. Marcelo spielt den Ball da weit nach vorne und wir sind jetzt schon in der 90. Minute. Beziehungsweise die 90. Minute ist rum. Wir sind schon in der Nachspielzeit. 3 Minuten Nachschlag gibt es nochmal, wie man so schön sagt. Und Menu muss sich am Ende diese Niederlage, ja, selbst vorwerfen. Knallhart. Kagawa. Er nochmal. Und ja, er macht es! 90 plus 1 plus 2, ich weiß es nicht. Kagawa trifft. Und jetzt ist natürlich der Nils da. Aber die Zeit ist weg. So ist es. Hat er sich schön durchgesetzt. Wie ich schon sagte, Einzelleistung, das Individuelle, das war das, was Menu nur versucht hat. Und jetzt, ja, wie sagt man so schön, zu Eckfahne mit dem Ball. Ein bisschen Zeit rausholen. Der Schiedsrichter hat die Pfeife auch schon im Mund. Wer weiß, ob wir überhaupt nochmal auf die andere Seite gehen würden. Cristiano Ronaldo, ja, der hat Zeit. Und der hat auch Geld, wie man so schön sagt. Und er hat Zeit und immer noch und oh, da wollte er zu viel. Ja, das Spiel ist zu Ende. Manchester United verliert verdient 1-2 gegen Real Madrid. Und warum es so verdient war, das werden wir jetzt in der Spielstatistik sehen. Die Spieler gehen jetzt auch schon direkt hier rein in die Kabine. Es schneit ja immer noch. Ja, 12-7 und 10-6, so sieht's aus. 19 Zweikämpfe auf Seiten Real Madrid, nur 11 auf Seiten von Manchester. Real Madrid und auch Manchester nicht mit schönen Passgenauigkeit, aber eben Real war diesen einen Tick besser gewesen und irgendwie souveräner. Ich weiß es nicht, wie man es beschreiben kann. Es hat mir nicht gefallen, was Menu gespielt hat. Es hat mir aber Spaß gemacht, dieses Spiel zu kommentieren. Johnny gegen Nils, das ist immer etwas ganz, ganz Besonderes. Und jetzt werde ich mal gucken, dass ich die beiden überreden kann, dass wir noch Schachtja Donetsk gegen Dortmund spielen, damit wir nochmal ein anderes Duell haben. Ja, macht's gut. Schaut euch eine weitere Folge von uns hier an. Oder weitere Folgen. Anderes Let's Play von uns. Bis dahin.